Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir schwitzen Schweinefleisch. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Fünften und somit letzten Ausgabe der Talkshow. Was? Wahrscheinlich für diese Woche. Für dieses Jahr. Ah, okay. Morgen ist es endlich soweit. Morgen ist Weihnachten. Ah, okay. Oh. Es sei denn, ihr guckt das Video morgen, dann ist heute Weihnachten. Mann, ich bin froh, dass draußen erstmal Sommer wird und jetzt kommt der schon mit Weihnachten. Aber das Video war ja schon lange her. Wenn übermorgen ist, dann habt ihr Weihnachten verpasst. Und wenn heute der 27. März ist, dann ist Ostern. Frohe Ostern! Ja, okay, das ist immer leicht dran vorbei. Ich finde, das Schönste an der Winter- und an der Weihnachtszeit sind nicht die vielen Geschenke, die man bekommt, auch nicht die vielen Verwandten, die man sieht oder das leckere Essen, was gut schmeckt. Nein, ich finde, das Lustigste an der Weihnachtszeit sind die... Das leckere Essen, was gut schmeckt. Ach was, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass leckeres Essen gut schmeckt. Kinder, die auf Eis ausrutschen. Oh. Dieses Video wurde vor einer Schule in den USA aufgenommen. Ein Vater wartet darauf, seine Tochter von der Schule abzuholen und vertreibt sich die Zeit einfach damit, Kinder zu filmen, wie sie alle auf derselben Stelle ausrutschen. Na gut, auf so einer Stelle muss man einfach mal die Kamera zücken. Da könnte ja was passieren. Mit sowas kann man rechnen. She's gonna fall. Aber alle, wie sie alle da stehen und schon regelrecht warten, dass wer man fällt der Nächste. Gut, ich würde auch stehen bleiben. Mhm. Oh, schade, ich dachte. Bap! Genau, so falle ich auch ständig hin. Oh nein, die Bücher. Er sammelt dort ein. Ohne Scheiß, ich glaube, das könnte ich als Vater später auch sein. Einfach vor eine Schule stellen, irgendwelche Kinder filmen. Nee, das kann man schneiden. Das hört sich vor. Ich liebe. Das kannst du auch machen, wenn du kein Vater bist. Du kannst dich täglich dahinstellen. Auch wenn kein Schnee liegt, vielleicht fällt ja trotzdem jemand hin. Das Video einfach so sehr, weil der Vater sich so extrem freut, wenn sich eins der Kinder aufs Maul packt. Saugeil ist auch das Schild, welches genau auf die Stelle zeigt, wo das Eis ist. Da hätte vielleicht ein Schild draus sein. Vorsicht, rutschende Kinder. Das wäre geil gewesen. Da könnte ich mir übrigens vorstellen, dass er persönlich das Schild dort aufgestellt hat. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr klein wart und der Weihnachtsmann das erste Mal zu euch nach Hause gekommen ist? Das hier sind... Wissen wir, wie die Kinder heißen? Nein. Okay, ja, toll. Das hier sind Mandy und Andy. Heute ist Perfekt. Mandys und Andys großer Tag, denn der Weihnachtsmann... Andy Larkin, Meister der Streicher. ...kommt zum ersten Mal zu ihnen nach Hause. Wie ihr an deren Gesichtsausdruck aber erkennen könnt, haben sie irgendwie nicht so viel Bock darauf. Looks like a Santa! What? Oh, okay, das war zu weit. No, I'm scared. It is Santa. It is... No! Oh, Junge. Wir durften nicht an die Tür, wenn der Weihnachtsmann zu uns kam, weil ja eigentlich heißt, der Weihnachtsmann kommt durch den Kamin geklettert. Wir waren dann im Wohnzimmer, wo es die Geschenke eigentlich immer gab und dann kam halt einfach irgendwann rein. Genau so war das, damit wir nicht sehen, wie er durch die Tür geht. Ja, und dann, wenn das vorbei war, wurden wir ins Kinderzimmer verfrachtet und der Weihnachtsmann ging da wieder. Und unsere Eltern haben gesagt, und der Weihnachtsmann auch, beispielsweise die Weihnachtsfrau, da hat sich eine Frau drunter versteckt. Meine Eltern haben gedacht, wir merken das nicht. Also ich habe es nicht gemerkt, ich habe es gemerkt, meine Schwester nicht. Und der Weihnachtsmann hat dann gesagt, wir sollen ja nicht aus dem Fenster gucken, weil niemand sehen darf, wie er wieder wegfliegt. Ja, ich gucke raus und steige ins Auto. Sehr professionell. Die armen Kinder. Aber Gott, mir war es eigentlich egal. Hauptsache, ich hatte meine Geschenke. Und ich hatte das, was ich wollte. Gottes Willen, was haben die Eltern denn den Kindern erzählt, was der Weihnachtsmann für eine Person ist? Ich denke eher, die Kinder wissen, dass sie dieses Jahr nicht artig waren. Oh. Weil es jetzt ordentlich was auf den Arsch gibt. Weihnachtsmann. Netter Weihnachtsmann, Alter. Und diese Information habe ich aus erster Hand. Oh, Weihnachtsmann? Ho, ho. Ah! Was war das denn? Entschuldigung, aber auch ich habe meine Erfahrungen mit dem Weihnachtsmann gemacht. Weihnachtsmann? Ja. Erzähl doch mal, warum Mandy und Andy zu Recht so doll Angst vor dir haben. 25. Februar 2015. Andy hatte keine Lust, die Zähne zu putzen, behauptete gegenüber seinen Eltern aber, er hätte dies getan. Eine Lüge, die der Weihnachtsmann sicherlich nicht vergessen hat, Andy. 5. September 2015. Mandy aß heimlich einen Keks. Na gut, das ist doch jetzt nicht so schlimm, oder? Vor dem Mittagessen. Zu guter Letzt, mein
absolutes Lieblingsweihnachtsvideo. Wir sehen eine typische Familie. Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Hund, Sofa, Lampe. Doch der Schein trügt. Ja, die Hund und Sofa, Sofa und Lampe Familienmitglieder, ganz normal. Was auf den ersten Blick so gemütlich und friedlich aussieht, wird sich gleich als großer Fehler herausstellen. Ach, ein Familienmitglied Scheiße. Plant einen rücksichtslosen, fiesen, hinterhältigen, brutalen Anschlag. Junge, ist das jetzt ein Horrorfilm, Alter? Es geht hier ab, Anschlag, Alter. Sieht selbst. Oh, verdammt! Na, dann war das, wenn das aus wie ein Blazy-Spiel. Dann war es wahrscheinlich ein Scheißspiel. Dann vollkommen verdient. Ich liebe dieses Video so dermaßen. Vor allem achtet mal auf die Mutter, die sich einfach einen Scheiß für ihren Mann interessiert, dass er gerade am Sterben ist. Boah, voll in die Ärmel, Alter. Die eigentliche Frage ist jedoch, warum hat sich der Junge für diesen rücksichtslosen Anschlag entschieden? Wenn wir genau hinsehen, erkennen wir, dass er eine DVD zu Weihnachten Ach, bekommen hat. Ach, eine DVD. Ich habe mal seine Gedanken... Solange es keine Socken sind, ein T-Shirt oder eine Hose und nichts weiter, dann ist ja eigentlich noch so in Ordnung. Wenn es ein Scheißfilm war, okay, dann hat das vielleicht wirklich verdient. Nachgesprochen und gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele, was der Junge gedacht haben könnte. Ja. Bitteschön. Oh, eine DVD. Fuck you, Goethe? Den hab ich doch schon! Das Weihnachtskonzert auf DVD? Was sollen meine Freunde von mir denken? Noch besser wäre es gewesen, wenn es einfach Dragon Ball wäre und der Kleine so... It's over 9000! Das wäre zu geil. Ein Kartoffelsalat? So eine Scheiße! Ich werf die DVD jetzt aus dem Fenster. Achtung! Das war ein super Wurf. Den hat er wahrscheinlich bei Peter Griffin abgeguckt. Liebe Leute, das war das letzte Video aus dem Jahre 2015. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Das nächste Video kommt am 9000? Wie ist 9000 überhaupt auf Englisch auszusprechen? Fällt mir gerade mal ein. 9000 oder wie ist 1000 überhaupt auf Englisch? Ich habe keine 16. Ahnung. 16. Januar. So, ich habe noch nie auf Englisch gezählt. 16, das ist ein Samstag. Ja, besinnliche Weihnachten und ihr kennt ja mein Motto, Weihnachten kommt es nicht nur darauf an, dass man viele Geschenke bekommt. Nein, man wünscht sich auch ein bisschen Geld von den Verwandten, ganz, ganz wichtig. Ja, bis dahin. Das stimmt, da kann ich mir selber kaufen, was ich will. Fand ich immer geil, wenn meine Eltern mich gefragt haben, was ich zu Weihnachten möchte und ich einfach keinen Plan hatte oder ich schon einen Plan hatte und gesagt habe, ich weiß es nicht. Dann sagt die einfach, ach, da gebe ich dir einfach Geld. Das war immer das Beste. Das Schlechteste daran war, ja, Weihnachten hat halt nichts offen, dann kannst du mit dem Geld auch nichts anfangen. Und am nächsten Tag ist auch nichts offen, da kannst du mit dem Geld auch nichts anfangen. Und am übernächsten Tag, naja, da ist halt auch wieder nichts offen. Kannst du immer noch nichts damit anfangen. Da sitzt du Weihnachten da mit 2000 Euro in der Hand und kannst nichts anfangen damit. Perfekt. Alles Gute und, was denkt man? Ja, aber so weit habe ich zu dieser Zeit nicht gedacht. Silvester so? Silvester? Ja, was denkt man so? Gibt irgendwelche Lieder? Volo, na, 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 na. Das ist Silvester? Es gibt keine das Silvesterlieder, oder? Ich denke eher, die Kinder wissen, dass sie dieses Jahr nicht artig waren und es jetzt dieses... Ich denke eher, die Kinder... Die Kinder-Vibe? Ohne Scheiß, ich glaube, das könnte ich als als Sparta. Als Sparta, ja, genau, er steht so als Sparta da mit der Kamera und filmt die fallenden Kinder. Und jedes Mal, wenn eins fällt, schreit er, das ist Sparta! Sparta! Dieses Video wurde in einer Schule vor den USA. Die Schule vor den USA? Perfekt. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe und somit der letzten Ausgabe der Talkshow. Ich habe mir gerade was zu essen geholt, hat man es gehört? Ja, wahrscheinlich schon. Einfach ein Take versaut. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.